Jetzt habe ich auf meiner Liste noch den Ludwig aus der Holledau. So, jetzt werden wir schauen. So, hallo, grüßt euch beieinander. Servus. Was ich natürlich ganz toll finde als erstes, wir haben jetzt natürlich einen Buchautorentag gehabt, da gehabt, der uns erklärt die Grundbegriffe des Geldwesens. Ich sehe es ein kleines wenig, ein bisschen anders, ein bisschen pragmatischer. Wir haben jetzt da gehabt einen Rapper, wir haben einen da gehabt, der da die Bänke an die Wand hinstellen. Der andere sagt, es ist kein Problem zwischen Arm und Reich. Es liegt alles so in der Mitte drin. Es ist so. Ich danke zunächst einmal Attac, dass ich wollte letztes Jahr schon mal nach Berlin fahren. Ich komme aus der Holledau, da bei Ingolstadt. Und habe mir gedacht, gibt es denn keine Organisation, die irgendwas unternimmt? Einmal einen Marsch gegen diese Entwicklung im Finanzwesen. Und jetzt habe ich übers Internet, ich habe es selber noch nicht, aber ich habe es über einen Bekannten mitgekriegt, aha, Bamberg, Braunstein, überall ist was, müsste in Ming auch was sein. Ich bedauere natürlich, dass ihr relativ wenig seid gegenüber den Menschen, die das alles betrifft. Und darum bin ich auch mit Zug daher gefahren. Wie gesagt, ich bin einen Tag dankbar und ich werde auch Mitglied, das ist ganz klar. Und ich werde mich auch beteiligen ab und zu. Jetzt zum Klartext. Ich war ein Sparkassler. Ich bin im Ruhestand seit 8 Jahren, ich kriege eine Rente. Und die Rente, die ich habe, die hätte jeder andere auch, wenn es nicht nach oben so viel Geld verblasen wäre. Ich habe vor 50 Jahren angefangen zu lernen. Vor 50 Jahren. Ich war ja immer im Marktbereich, 40 Jahre lang. Noch vor 30 Jahren Leute gefragt, wird das Geld kaputt? Dann haben wir schon langsam gesagt, nein, es fällt sich nichts normal, der Staat hat das schon im Griff, so und so. Dann ist Globalisierung gekommen. Globalisierung, meine Meinung, ist nur für die Reichen da. Die Kleinen, für die Kleinen ist alles zum Schaden im Endeffekt. Die Globalisierung. Die Globalisierung, was war der Fall? In der Zeit von der Sozialdemokratie, Schröder, hat Derivate zugelassen, alles hat kooperiert mit den Großen, ich habe mit denen alles einmal geredet, warum? Warum können die Unternehmungen ihre Verluste geltend machen, die sie im Ausland haben, mit den Gewinnen im Inland? Dann hat die Frau Nahles zu mir gesagt, weiß ich nicht, ich muss einmal mit Gerhard reden. Also von da gesehen, das war schon so ein Schuss für mich in den Ofen. Ich rede immer gern wieder mit Politikern. Zum Beispiel Politiker wie der Merz, die sind da für mich, tut mir leid, dass ich ab und zu persönlich werde, aber ich mache es halt an Beispielen auch fest. Der Merz, ein Mann, der gesagt hat, die Steuererklärung muss an einem Bierdeckel drauf. Der Mann hat 11 Nebenjobs gehabt, ein Lobbyist durch und durch, und die Steuererklärung ist halt komplizierter denn je. Es ist ja vollkommen klar, von den DAX-Unternehmen, von den Vorständen, es will kein einziger, wo das ein schwacher Staat ausscheidet. Kein einziger. Weil es klar, wenn ein Staat ausscheidet, dann wird der Dollar natürlich stärker und dann geht es den oben am Kragen. Dann verdienen es halt keine 3, 4, 5, 6 Millionen mehr. Dann wird es halt weniger, weil der Dollar dann sich ein bisschen, der steigt dann und mit dem Export schaut es halt schlecht aus. Alle sind dagegen, weil die genau wissen, die Kleinen zahlen die Zeche. Das ist vollkommen klar. Es ist doch unanständig, wenn halt ein Vorstandsmitglied, wie zum Beispiel in Ingolstadt, der Stadler 8 Millionen verdient. 8 Millionen, kein Mensch ist 1-2 Millionen, wer Mittel gegen AIDS erfindet, der sollte ein paar Millionen kriegen, ganz klar. Ich bin ich sag's nicht direkt, aber okay, ich bin ein Sparkassler, ich bin's gern, weil Sparkassen ganz andere Struktur haben. Ich muss mich fragen, was habe ich gelernt vor 50 Jahren und vor 20, 30 Jahren? Wir haben da gar keine Aktien kaufen dürfen vor 30 Jahren oder 35 Jahren, 40. Da haben die anderen schon im Kopf das Wort gehabt, Shareholder, Value. Das heißt Eigenkapitalverzinsung mit 20-25%. Und was sind wir heute hingekommen? Wenn ich heute lese, dass die Bank of Scotland,
Das war die Refinanzierungsbank von der Norisbank, damals für die Leute, die man einen Kleinkredit braucht haben, für 2, 14, 16 Prozent oder 25. Die haben aus dem Rettungsschirm damals vor 2 Jahren was gekriegt und jetzt machen sie schon wieder Werbung, 4, 5% Verzinsung. Das ist eine Schweinerei. Jetzt sind sie Gott sei Dank runtergestopft worden. Und hoffentlich gehen solche Banken einmal hops. Ich war vor einem Jahr in Marokko und habe gesehen, wie der König Hassan hat eine Moschee gebaut für 1 Milliarde. Man hätte in der Vergangenheit immer gegen solche geschimpft und so. Nicht 1 Milliarde, was kannst du da machen? Dann habe ich nachgedacht, unsere Landesbanker, die Großbanken der Sparkassen, die immer auch größenwahnsinnig waren, die haben mit einem Schlag 5, 6 Milliarden versiebt und keiner wird angeklagt. Nix, Ruhe, totale Ruhe. Da müssen wir erst einmal abwarten, was da, ob da noch was rauskommt. Nix. Jedenfalls, das sind meine Erfahrungen, ich kann sicher noch mehr erzählen, aber ich finde es beschämend in einem Staat, der bis vor kurzem umeinander da hat, für 5 Euro Erhöhung für einen Hartz-IV-Empfänger, dass der das zulässt im Wirtschaftsbereich, um dass sich alle so bedienen. Früher hat man gesagt, vor 5, 6, 7 Jahren hat es geheißen, das ist eine Neiddebatte. Neid, wie die anderen geschmeckt haben, die Vorstände, was man in Amerika verdient. Vor 10 Jahren haben sie die da drin schon bedient mit 100 Millionen Abfindungen. Der Boss von der Wall Street und ähnliche. WorldCom, Enron, lauter Firmen, die über Jahrzehnte da drin noch kriminell dauernd ein Wachstum gesagt haben. Bilanzfälschungen nach und nöcher. Dann haben natürlich unsere Vorstände auch gesagt, ja, wir wollen mehr verdienen. Amerika, schaut euch da Amerika an. Natürlich haben sie die Vorstandsbezüge alle verdoppelt, verdreifacht die letzten 10 Jahre. Und wie ist das beim Kleinen untergekommen? Jetzt heißt es immer, die Wirtschaft boomt. Das ist doch gut für uns. Hört mich mal die Unternehmer. Wann kommt denn das unten noch bei den Kleinen? Wir warten vergeblich drauf. Seid ihr nicht der Meinung? Der Herr, der Buchhardt, egal, das ist weit in die Währungsgeschichte reingegangen. Wir haben 6 Inflationen gehabt, oder 5 oder 6 Deutschland. Und dann kommt eine Inflation. Wann wird es Geld knapp? Nur wenn ein Staat ganz unmöglich wirtschaftet. Wenn ein Krieg vorher war. Wenn sie die Großen oben immer mehr bereichern. Nach dem Motto, fusionieren, rationalisieren und Leute entlassen. Das wissen wir doch. Die haben alle nichts dagegen, wenn mehr Leute zu uns reinkommen. Ich verstehe es bei jedem, der reinkommt, weil es ihm bei uns ein bisschen besser geht. Aber die Großen haben, ist dir das scheiß wurscht, der jetzt halt 5000 Leute einstellen oder 3 oder 4, 5 ins Boom, wenn uns Griechen die Produkte abnehmen, weil sie selber nichts produzieren. Die freuen sich alle, wenn es arme Länder gibt, weil sie einen Zeug absetzen können. Aber wie gesagt, die verdienen maßlos oben und wir zahlen alle die Zeche. Und wenn man bedenkt, heute, jeder von uns ist verschuldet mit 24.000 Euro. Ob Kind, Baby oder Greis, wenn wir die zurückzahlen müssen, dann wird es anders ausschauen. Dann war wahrscheinlich jeder dritte oder vierte von uns kann sein Privatinsolvenz, wenn sie anmelden. Darum bin ich der Meinung, wir sollen sich klar sein darüber, es wird nie ohne Währung gehen, ganz egal. Es wird auch nie ohne Zinsen gehen. Wer spart, der soll was haben. Und es gibt sicher etliche auch von euch, die wo 50, 100.000 oder 150 auf der Seite haben. Und das Geld ist natürlich gefährdet. Und dort, die sich nichts vergönnt haben, Leute mit 65, 70, 80 Jahren, die wo sich nichts vergönnt haben, die Jungen vergönnen sich ja einiges. Weil der Reichtum kommt nicht von ungefähr, aber der ist gefährdet. Aber das sind die wo in die 40, 50er Jahre geboren sind, die zahlen es mit ihrem ersparten Kapital. Ihr selber seid natürlich auch zum Teil nicht zum Beneiden, weil ihr wahrscheinlich keine Renten mehr kriegen werdet. Aber das geht zu weit. Seid wachsam, demonstriert alle miteinander, lebt euer Leben, genau. Weil ob du was auf Zeiten legst oder nicht, spielt anscheinend keine Rolle mehr. Das war von mir ein kleines Statement. In dem Sinne, bleibt wachsam. Viert euch.